Ah, moin, moin. Mein letzter Umbau war ein Drehsitz für Beifahrerseite. Also nur durch Gestell, der sitzt vorher schon drin. Ja, ich habe die Nacht wieder im Auto geschlafen hier. Ich stehe hier im Striegichtal. Bin ich abends nach der Spätschicht gestern gefahren und habe hier gemütlich übernachtet. Jetzt werden wir noch in aller Ruhe frühstücken. Ziemlich kalt heute, deswegen drin. Dann gucken wir hier erstmal, hier gibt es einen Letterbox Cache. Mache ich mir aber nicht viel Hoffnung, weil Letterbox habe ich noch gar keine gemacht. Und der erzählt ja keine Hinweise weiter. Werden wir sehen. Ja, und dann will ich Richtung Breitenbrunn fahren. Irgend jetzt bin ich auf die Idee gekommen, weil ich mich daran erinnern konnte, wie ich als Kind mit den Eltern dort gewesen bin. Da war ein großes FDGB-Heim und ich weiß noch, ich hatte da ein Polizeiauto, war das. Jedenfalls ein 353er Wartburg als Modellauto mit Schwungrad. Und das habe ich dort klar gekriegt. Also ans Auseinandernehmen kann ich mich nicht mehr erinnern. Ich weiß nicht, wie alt war ich denn da? 2-3 Jahre? Ans Auseinandernehmen kann ich mich nicht mehr erinnern. Aber ich hatte dann bloß noch die Hinterachse mit dem Schwungradmechanismus. Und habe da immer schön gespielt, immer schön gedreht und mich gefreut, wie sich die Zahnrädeln da drinnen drehen. Und habe dann auch irgendwie mal reingegriffen und hatte dann schön durch den Fingernagel durchgestochen, Loch. Passiert. Ja, irgendwie muss man noch was bauen hier zum als Frühstückstisch. Thank you.
So, Frühlingsanfang heute. Na gut. Aber hier in der Nähe von Breitenbrunn wollte ich mir jetzt einen Cash holen. Genau. Ich bin gerade eine Runde gelaufen durch den Wald hier und jetzt habe ich mir im Auto erstmal ganz gemütlich gemacht. Dann machen wir heute einen schönen Abend mit einem Film gucken oder eine Runde Poker spielen noch. Ich habe mir erstmal noch nichts. Jetzt gibt es erstmal eine lecker Büchsensuppe. Moin Leute. Ja, heute, wenn ich im Auto schlafe ich auch irgendwie besser. Also ich bin schön ausgeschlafen, aber Lust rauszugehen habe ich auch nicht. Bin hier auf dem Wanderparkplatz bei Breitenbrunn. So, obwohl es mittlerweile schon um 9 Uhr ist, hier keine Leute unterwegs. Und draußen ist das total scheiß Wetter. Er kocht gerade noch einen Kaffee. Den werden wir dann noch gemütlich trinken. Und da werde ich dann wieder nach Hause fahren. Eigentlich hatte ich vorgenommen, hier noch eine große Runde zu laufen. Gestern habe ich eine kleine Wanderung hier gemacht. Ich bin ja gestern Nachmittag heraus. Aber im Moment sieht es ja aus, als ob ich hier nochmal rausgehen werde jetzt. Ich werde dann hier ausparken und mich zu Hause nochmal schön eine Stunde in die Badewanne legen. Breitenbrunn. Ja, eigentlich wollte ich hier in Breitenbrunn mal gucken, wo mir damals, da war ich vielleicht so 2, 3 Jahre alt, im Urlaub waren. Aber dieses Ferienheim da ist schon lange abgerissen, habe ich gestern Abend dann noch irgendwo im Internet gelesen. So, hier haben wir nochmal einen Blick auf den Platz, wo ich geschlafen habe. Da links.
riesengroßer Wanderparkplatz. Gestern Abend standen aber hier nur drei Autos da, oder gestern Nachmittag. Und heute früh kam keiner mehr. Abfahrt war so gegen 9.30 Uhr. Ja, so viel zu meinem Caching-Wochenende. Keine Lust und scheiß Wetter. Und deshalb auch kein Cache gesucht. Na gut, gesucht habe ich. Ihn mal kurz. Und dann aufgegeben, weil ständig Autos kamen und Fußgänger. Das war ein richtiger Scheißplatz. Was ich jetzt mal loswerden muss hier. Die fahren alle bescheuert. Das ist mir, wenn ich mit Gaspedal gefahren bin, nie so aufgefallen. Jetzt wo ich Tempomat hier im Auto habe. Ich fahre mit 120, habe ich ein Tempomat drin und lasse ihn hier so gemütlich rollen. Und mir ist das jetzt schon dreimal vorgekommen. Da überholst du ihn, der fährt so ungefähr 10-15 km langsamer als du. Jetzt gerade da vor uns hier. Da bin ich langsam an dem vorbeigefahren. Und der hat gerade aus dem Kaffeebecher genippt. Und als ich kurz vor ihm war und schon am Überholen, dann drehte der auf. Und, also nicht der Weiße, sondern der hier, der VW. Jedenfalls, als ich kurz vorm wieder Einscheren nach rechts war, drehte der plötzlich auf und fuhr mit 130 an mir rechts vorbei. Und kurz vorher hatte ich dasselbe Problem mit ihm. Der kam auf die Autobahn vor auch so ungefähr 100, 110. Als ich auf gleicher Höhe war, drehte der auf und blieb mindestens 2 Kilometer neben mir, bis mir es dann gereicht hat. Und ich dann mal Gas gegeben habe. Aber Leute, vor allem da passieren Unfälle. Denk doch mal ein bisschen nach, Mensch. So, genug aufgeregt.
bin trotz aller Missstände auf der Autobahn wieder gut hier angekommen und bin gerade dabei, meine Videos zu sichten, damit ich wenigstens noch einen Cache gemacht habe das Wochenende. Bin ich gerade mal auf der Seite von der NASA gewesen, habe ich gestern Abend gelesen. Der Mars Rover, da ist eine Kalibrierplatte, mit der sich die Kameras dann neu einkalibrieren können und so. Und auf dieser Platte steht ein Code. Das ist dann der Code für den Dreck Ebel. Bei Geocaching gibt es auch diese Dreck Ebels. Das sind, ich sag mal, Wandercaches, die von Ort zu Ort wandern. Und die kann man sehen und kann sich dann einen Punkt holen, sozusagen, wenn man die lockt. Zum Locken braucht, muss man den natürlich gesehen haben, man muss den Code, der darauf steht, haben. Den Code habe ich auf der Webseite von der NASA gefunden. Auf der NASA kann man sich die Fotos von Mars Rover ansehen und dort mit etwas Suche findet man das ziemlich schnell. Musste ich aber aufgrund der Schatten auf dem Foto noch etwas durch die Bildbearbeitung gehen, damit ich alles lesen konnte.